Huch, jetzt habe ich Sound wieder an, Entschuldigung. Sorry, 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 sorry. So, ja. Wo sind wir denn? Mehrwenden, genau. So, zack, zack. Bäh. Mann, mich kotzt das so an. Was steht jetzt in meiner Description? Da ist es doch, Mania Mensen Update. So, endlich. Wenn jetzt mein Chat nur noch gehen würde, wäre das total toll. Kackgame. So, also, ich werde jetzt, auch wenn ich jetzt scheinbar nicht mehr mit euch schreiben kann, ich weiß auch nicht, was der Scheiß soll, ich kotze es selber gerade derbe an. Ich hoffe, ihr hört mich. Ja. Test, 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 ihr müsst mich hören, ja. So, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, es ist Mania Mansion Deluxe. Ein uralt Spiel, ja. Und hier zu Anfang ganz kurz zu sagen ist, viele denken, dass es in diesem Spiel nur einen Lösungsweg gibt. Das heißt, mit Dave sowieso, den hast du ja immer, der will Sandy retten. Sandy ist entführt worden von Dr. Fred, weil der durchgedreht ist. So, und folgedessen will Dave, der ist quasi der Organisator der Rettungsaktion, so wie es hier unten steht. Hä? Oh, das kenne ich jetzt noch nicht. So, auf jeden Fall ist der der Organisator der Rettungsaktion. Und jetzt hat man noch die Wahl, zwei weitere Kinder mitzunehmen. Ich nehme jetzt einfach mal den Lösungsweg, den ich so kenne. Das ist der Lösungsweg mit Dave, Sid und Bernard. Na? Gut. Was kann Sid? Sid ist ein aufstrebender Musikant, der eine eigene New Wave Band gegründet hat, okay? Also, er kann musizieren. Dann haben wir hier unseren Bernard. Bernard, Präsident des Physikclubs und Gewinner des Eierkopfpreises, ja? Und das ist quasi, wenn ich mit diesen drei Charakteren spiele, wäre das quasi ein Lösungsweg, ja? So, diese drei habe ich mir jetzt ausgesucht. Es gibt hier noch andere Charaktere, was weiß ich, wie Razor, Sängerin der Punkband Razor and Scummets, den haben wir hier noch. Jeff hängt normalerweise am Strand rum.
Wer ist das? Wendy möchte gerne Schriftstellerin werden. Michael, preisgekrönter Fotograf. So. Und jetzt nehmen wir uns unseren Sid, wir nehmen uns unseren Bernhard. Und dann starten wir das Ganze. Einmal der Einspannnähe, der Start. Vor genau 20 Jahren, blub blub blub, Meteor und so. Damals war das Spiel total schwer, ist von LucasArts. Das Game, der Nachfolger davon ist Day of the Tentacle. Mal gucken, ob ich den auch noch irgendwo rankriege, dass wir den vielleicht auch mal spielen können. Aber ich überspringe das jetzt mal. So, jetzt haben wir hier unseren Sid. Okay, hier sind wir beim alten Haus. Hierher hat Dr. Fred Sandy verschleppt. Oh nein. Wir müssen sie da rausholen. Das könnte gefährlich werden. Wenn jemand aussteigen will, lass uns anfangen. Okay, bin schon weg. Bernhard, sei kein Feigling. Es geht schließlich um Sandys Leben. Na gut. So. Okay, jetzt holen wir uns Sandy da raus. Perfekt. So, jetzt haben wir hier unseren Charakter. Ja, mit Linksklick könnt ihr den Charakter bewegen, wie ich. Dann habt ihr hier unten die Sachen, die ihr mit ihm machen könnt: Schauen, benutzen, nehmen, gib, schließen, öffnen, ziehen, drücken, reden. Ja. Ihr müsst jeweils immer darauf drücken und dann ein anderes Item anschauen. Jetzt zum Beispiel schaue, Schild. Warnung: Eindringlinge werden schrecklich verstümmelt. Wisst ihr Bescheid? Eindringlinge werden schrecklich verstümmelt. Gehen wir mal weiter. Unser Dave, das ist ja unser Dave. Ja. Jetzt könnt ihr hier so ein bisschen rumlaufen, könnt ein bisschen gucken. Oh, hier ist ein Briefkasten. Oh nein. Ja, oh, und jetzt müssen wir hier ins Haus rein. Jetzt versuche ich es mal. Öffne Tür. Die Tür ist abgeschlossen. Gut. Was machen wir jetzt? Schaue. Nee, wie war das? Ziehe. Boah, Schlüsselmatte. Na. Jeder amerikanische Bürger hat einen Schlüssel unter seiner Türmatte hier. Ich glaube nicht, dass ich das öffnen kann. Ach so, nimm. Jetzt hat er sich den Schlüssel genommen. Jetzt mache ich benutze Schlüssel mit Tür. Oh, und sieh da, wir sind drin. Jetzt sind wir drin im Haus. Hier müssen wir aufpassen. Ja, weil hier auch andere NPCs rumlaufen. Jetzt öffne ich mal die Tür. Jetzt gehe ich hier mal gucken. Nehme schon mal die Taschenlampe mit. Können wir immer gebrauchen. Gehen hier ein Stück weiter. Du willst das Essen? Komm doch her! Schnell weggelaufen. Schnell raus. Puh, da bin ich Edna noch mal gerade entkommen. So, hast du ja gesehen, ganz schön knappes Ding. Die Edna wollte uns gerade einfangen. Jetzt gehen wir wieder zurück. Gehen wir hier so lang. Jetzt ist Edna weg. Nehmen wir uns die Kettensäge mit. Öffnen wir den Kühlschrank. Nehmen wir uns den Käse mit. Was ist das? Nimm alte Batterien mit. Batterien im Kühlschrank lagern ziemlich blöd. Den Kohl nehmen wir mit. Die Pepsi-Dose nehmen wir mit. Nimm zerbrochene Ketchupflasche mit. Das ist auch ganz wichtig, dass man zerbrochene Ketchupflasche mitnimmt. Jetzt gehen wir hier mal weiter. Nun, mein Liebe, du bist hier. In ein paar Minuten ist alles vorbei. Meine Maschine saugt dir dann dein süßes Gehirn raus. Damit kommt sie nie durch. Dave und seine Freunde werden dich retten. Sie und der Meteor können einpacken. Das glaube ich nicht. Nur sie. Hehehehe. Zack und weg. Hilfe, ist das. Ah, Sandy wird hier festgehalten gegen ihren Willen.
Na, denn das, die wollen wir ja befreien. Ja. So. Jetzt wollen wir hier mal mit Dave weiterlaufen. Ich hoffe, dass mein Chat jetzt bald wieder geht. Ja, hier geht mein Chat. Test. Wenn ihr diese neue Version von Twitch benutzt, dann geht das. Gehen wir hier mal rein. Jetzt müssen wir hier die Fruchtsäfte und leeres Glas. Ui, ich bin hungrig. Ich werde mal etwas anderes machen. Ich werde das Sit hier draußen schon mal positionieren. Das hat nachher folgenden Grund, dass ich werde das Paket einsammeln. Hier draußen wird nachher ein Paket spawnen. Und er wird das einfach aufnehmen und dann halt weitergehen. Oder das Paket einfach aufsammeln. So, kommen wir wieder zu Dave. Ah, der andere Vogel müsste jetzt gleich in der Küche sein. Der hat ja Hunger auf Käse. Den habe ich natürlich schon in der Tasche, ne? Benutzer Käse. Ah. Wo ist der Käse? Hm. Zack. Naja, kümmert ihn wohl nicht besonders. Aber naja, gut. Das läuft. Jetzt habe ich die Tür zugemacht. Gehen wir mal weiter. Er ist jetzt ja gerade weg. Wohin könnten wir dann gehen? Er muss zur Tür ohne Griff. Jetzt brauche ich Bernhard. Bernhard, der ja sowieso schon hoch verängstigt ist. Große Angst. Einer meiner glorreichen Actionhelden. Dann drücke. Jetzt drücke ich wieder auf Dave. Zack. Jetzt müssen wir hier mal eben ganz kurz Ordnung reinbringen. Er hier muss wieder weg. Weil wenn er da vorne steht, ist immer die Gefahr groß, dass da irgendwie was zwischendurch passiert. Und soll ich meine Anzeige umstellen hier? Meine Farbe kurz kalibrieren, damit ich die Lichtschalter finde. Zack. So, mal gucken. Jetzt drücke. Ach so. Nein. Ah, sieht er, schon haben wir Licht. Perfekt. Kann ich meine Anzeige wieder runter kalibrieren. So, haben wir hier ein Licht gemacht. Ha, ich habe was vergessen. Das ist aber Schwachsinn nochmal. Hier oben komme ich so raus. Okay, er muss noch ins Mahlzimmer. So war das. Das hier? Ja. Der nimmt mit den mit dem Pinsel. Er nimmt mit dem, was weiß ich, so aus der Farbentferner. Ja.
Und die Plastikfrüchte. Jetzt brauche ich Bernhard, den alten Idioten, nochmal. Drücke Knauf, genau. Er geht da wieder rein. Bernhard. Zack. Gehe ich jetzt zu ihm. Aha. So, warte mal. Ich muss ab und zu, muss ich auch mal ein bisschen nachlesen. Er soll hier einen silbernen Schlüssel mitnehmen. Was hat er jetzt gemacht? Dieser soll mir jetzt die Vorratstür da hinten öffnen, wo ich vorhin scheinbar war, hinten, hinter der Küche quasi. Also nicht quasi, sondern praktisch. Jetzt gehe ich oben wieder raus. Gehe ich hier rein. Und jetzt benutze Schlüssel mit Tür. Jawohl! Da kommen wir doch rein. Nicht. Wo ging das da? Uff, das kriege ich nicht auf. Aha, na gut, die Garagentür kriegt das schon mal nicht auf. Das ist natürlich nicht so gut. Soll ich mich mit Dave in die Bibliothek begeben? Aha. Na gut, die Tür ist ja auch offen. Ich glaube, die Bibliothek ist da, wo der Bernhard bereits steht. Das ist hinten noch eine Tür weiter. Muss ich mal gucken. Da steht Bernhard. Hier oben auch ein Schlüssel dran, ne? Da muss man, müssen wir nachher mal sehen, wie wir den da runterkriegen oder ob wir den überhaupt brauchen. Kurz mal Licht mit der Lampe hier angemacht und dann gibt es hier hinten ein loses Brett. Da, hier ist eine lose Platte. Und da liegt eine Kassette drin. Die nehmt ihr euch. Noch eine Etage, also ich muss jetzt zwei Etagen hoch. Gehen wir da mal lang. Ich hoffe, der Sound in-game hier nervt euch nicht zu sehr. Oh, ein Tentakel. Gib mir Früchte! Jetzt geben wir ihn, warte mal, wie war das? Wir geben ihn erst die Wachsfrüchte, glaube ich. Lilly verhält sich sehr komisch. Dein Projekt im Labor. Ja und? Nun, Mami, ich mache mir Sorgen um ihn. Er war seit 5 Jahren nicht mehr beim Essen. Ja und? Und er bringt diese Leichen tief in der Nacht nach unten in den Keller. Jawohl, das läuft. Worauf willst du hinaus, Ed? Ich bin eine beschäftigte Frau. Das ist schlecht. Ach, vergiss es. Ist einfach egal.
Oh Mann. Wow, mein Lieber, das war's. Nun bin ich durstig. Jetzt will er auch was zu trinken haben. Fruchtsäfte, ne? Ja, danke. Und schon macht uns das grüne Tentakel den Weg frei. Jetzt öffne Tür. Da ist hinter mir gerade Ed erschienen, oder? Habt ihr ihn gesehen? Oh. Hinter mir ist gerade Ed erschienen. Ja, was machen wir jetzt? Kommt ihr hier rein? Nee. In seinem Zimmer soll ich... Ich glaube, der wohnt hier oben, der Tentakel. Müssen wir mal gucken. Ja, das ist der gelbe Schlüssel. Diesen soll ich aufnehmen. Dann geht's hier weiter. Und die Schallplatte soll ich auch aufnehmen. Okay. Machen wir mal. Oh, wenn ich diese Schallplatte aufgenommen habe, wo kommen wir dann hin? Gelben Schlüssel und ersten Stock rechts eine Schallplatte auf Kassette überspielen. Dann die Schallplatte. Ersten Stock rechts. Ich muss bloß aufpassen, dass ich hier nicht erwischt werde. Wenn man so einen Bewohner sieht, den kann man Gott sei Dank recht leicht ausweichen. Ja, ersten Stock rechts, das wäre hier. Ich kann es hier relativ schnell abbacken. Jetzt soll ich die Schallplatte benutze Schallplatte mit, was ist das, Grammophon, dann benutze Kassette mit Kassettenrekorder, benutze, nimmt auf, sind die Kassette unten auf und jetzt, hä, benutze Schallplatte, ist blöd, benutze Grammophon. Oh, man hat eben schon gesehen, hier ist was geplatzt da, die Vase. Ja. Benutze Grammophon, stoppen. Nimm. Ach, sie nimmt noch auf. Okay, benutze Dings, jetzt nimmt sie nicht mehr auf. Nimm Kassette, okay. So. Wir haben Schlüssel, ersten Stock rechts, Schallplatte, die Kassette überspielen, Platte auf, Grammophon und Kassette in Kassettenrekord legen, Aufnahme starten und Grammophon starten. Mit dieser Aufnahme weiter ins Wohnzimmer und sie auf den Kassettenrekorder im Schrank unten im Radio abspielen. Vom Kronleuchter, der von der Decke fällt, kann man nur den rostigen Schlüssel fürs Gefängnis nehmen. Aha. Das heißt, der Schlüssel, den wir da unten eben gesehen haben, der müsste hier sein. Geh zur Treppe. Gucken. Jetzt soll ich hier öffne Schrank. Benutze Benutze Kassette mit Kassettendeck. Und dann benutze den. Man hört. Oh, oh! Ah! Der Kronleuchter ist gerade runtergefallen, weil die Musik wohl so schrill war, ja. Das machen wir jetzt. Dann nehmen wir mal hier den rostigen Schlüssel auf. Zack! Der ist fürs Gefängnis. Nun geht es daran, das Gitter unterhalb der Eingangstür sowie die Garage zu öffnen. Um dies zu bestellen können, müssen die entsprechenden Personen vorher im Kraftraum trainiert haben. Dritter Stock, vierte Tür. Also mit Dave und Bernhard das Trainingsgerät benutzen. Okay. Okay, also ich soll jetzt mit dem hier oben, also mit dem Dave, soll ich jetzt nach oben in einen Kraftraum gehen. Und dann soll er da erstmal ein bisschen trainieren gehen. Das
soll also in dem Kraftraum trainieren. Und wenn er im Kraftraum trainieren war, hat er natürlich mehr Kraft. Das ist natürlich logisch. Oh, das ist nicht gut. Schnell weg. Ist das gleich geklingelt? Das ist das Paket. Das ist das Paket. Das fange ich jetzt mit Sid ab, der unten steht. Den ich unten abgestellt habe. Schnell zu Sid. Nimm Paket und schnell weg. Roll back, was ist denn hier los? Schnell weg! Schnell weg! Mal gehabt. So, jetzt bin ich schnell weggegangen. Der Vogel hier muss jetzt trainieren gehen. Also gleich. Erstmal holt er jetzt, versucht er jetzt unten. Aber hier will wohl jemand komisch sein, was? Na? Das nächste Mal kriege ich dich. Ja. Ed hat quasi auf sein Paket gewartet, was er jetzt natürlich nicht vorgefunden hat, weil wir das mit Sid ja bereits entwendet haben. Jetzt muss ich nur mal kurz einen Moment warten. Was ist das denn hier? Aha, fleischfressende Pflanze. Ah ja. Sehr gut. Eine Schreibmaschine. User joined your channel. Guten Morgen. Hallo, wer ist da? Dennis, das verschollene Kind. Hä? Das verschollene Kind, das verschollene Lamm, Dennis. Wo warst du denn? Was? Ja, schwätz mal nachher drüber. Okay, ich bin gerade auf Livestream. Jo, jetzt fühlt sich Dave viel stärker. Aha. Jetzt muss ich hier mit Bernhard da auch noch hoch. Das wird ja auch noch Heidenack. Hauptsache ich begegne dem Ed nicht. Ja, schön, dass du wieder da bist. Jo, aber das war ja, wieder zeitlich begrenzt. Wir haben gerade einen Klammer gegen KSK gewonnen. Hast du mitbekommen? Hast du mitbekommen? Gut, gut. Echt schön. Wie bitte? Echt schön, echt sehr schön. Ja, ja, ist gut. Jetzt macht Bernhard hier nochmal eben einen auf den. Damit der auch noch ein bisschen Kraft kriegt. Jetzt muss ich mit den beiden Charakteren wieder nach unten laufen. Das wird natürlich heikel. Er fühlt sich jetzt auch viel stärker. Jetzt gehen wir hier mit Dave mal hier lang. Er hat ja auch den rostigen Schlüssel. Damit können wir zur Not auch raus aus dem Gefängnis. Machen wir mit Dave an hier. Und mit Dave sollte ich jetzt hier hinten in den Versorgungsraum wieder. Hauptsache ich begegne nicht im Dr. Fred hier irgendwo. Das wäre natürlich nicht so schön alles. Mal durch, dann sollen wir hier durch und dann, jetzt könnte ich auch dieses Rolltor öffnen, glaube ich. Aha. Gehe zu Wasserhahn mit Griff. Ah, ich glaube, jetzt weiß ich wieder. Den Wasserhahn braucht Bernhard gleich. Jetzt muss Bernhard erstmal da unten hin. Wofür das war. Bernhard muss auch da erstmal hin, damit er den Dings kriegt. Sonst kann er nachher das Wasser nicht abdrehen, der Idiot. Der soll nachher das Wasser fürs Swimmingpool abdrehen und so dann ja, irgendwas im Swimmingpool holen. Also geht er erstmal dahin, nimm Wasserangriff, zack, können wir erstmal wieder zurück.
Okay. Warte mal, ich will noch mal eben ganz kurz meinen Stream bei Facebook posten. Maniac Mansion. Maniac Mansion. Maniac Mansion Deluxe. Habe ich jetzt auch noch mal auf Facebook gepostet. Bin ich bestimmt eingeschlafen. Was? So dumm, ich bin wieder mal... Ja, mach das. Ich bin mal wieder unten und wir schnacken dann nachher, ne? Na klar, ich mache noch mal einen Livestream eben. Jetzt habe ich immer wenig Zeit. Lass dir ruhig Zeit, ja. Ich bin heute ausnahmsweise mal ganz sogar da. Mhm. Okay, ich bin unten an dem Fels. Jo. Viel Spaß noch. Danke. Das Gitter konnte ich jetzt auch nur wegziehen, weil ich ja vorher im Kraftomat war oder am Kraftomat mit Bernhard. Jetzt gehen wir hier unten mal rein und jetzt sollte hier unten eigentlich irgendwo da. Besser nicht. Besser nicht. Warum hat er das denn jetzt gemacht? So, aber es ist doch so, oder nicht? Eingangs zur Garage zu öffnen. Um dies zu bestellen, können Sie die entsprechende Person vorher im Kraftraum trainieren lassen. Dritter, vierter Stock, vierter Tipp, also mit Dave Bernhard das Trainingsgerät benutzen. Dave öffnet mit dem silbernen Schlüssel die Tür für den Vorratsraum, gibt sich zum Swimmingpool. Hier befüllt man das Glas mit Wasser. Nun öffnet man mit Bernhard das Gitter vor der Eingangstür. Büsche vorher entfernen. Hinter dem Gitter betätigt man den Haupthahn und kann am Boden das nun leere Swimmingpool neue Batterien für die Taschenlampe nehmen. Die alten sind sehr schnell leer. Indem man das Radio öffnet, sowie die leuchtenden Schlüssel, wichtig, schnell mit Dave den Pool verlassen, eine andere Person den Haupthahn wieder betätigen. Sonst droht eine Kernschmelze. Okay. Besser nicht. So will er das denn jetzt nicht? Besser nicht. Ich glaube, Bernhard. Besser nicht. Bernhard ist zu schlau. Nur was fehlt. Bernhard hat, glaube ich, Angst, dass das explodiert. Kann das sein? Wie war denn das noch? Es steht doch. Einmal das mal schnell auf die Toilette. Ich komme gleich wieder. 2 Minuten.
Oh, Reh. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Sag mal, Zestris. Du bist doch rasieren. Na gut, ich muss jetzt mal gucken. Ich muss Dave da mal hinstellen. Nee, nicht Dave, sondern Sid mal ans Wasser stellen. Vielleicht ist der einfach hier zu blöd oder so. Ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, warum die das jetzt nicht machen. Ich muss mal sehen, dass ich hier... Nein, das mache ich jetzt nicht. Das geht nicht an. Dass ich hier mit Sid mal Richtung Wasser gehe. Wie war denn das noch? Und wie ist das? Habt ihr vielleicht einen Lösungsansatz, wie es vielleicht gehen könnte? Ja, ich bin auch gerade am Überlegen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also ich habe jetzt hier zum Teil die Komplettlösung durchgelesen und auch gestern schon einmal geübt. Wie habe ich das mit Dave hier gemacht? Mit dem Hauptteil gleich reden. Macht keinen Sinn. Also ich glaube, dass in diesem Stream definitiv die Sicherheit gegeben ist. Aber ich weiß es nicht. Nimm Haupt. Wieso geht denn das nicht? Also, ich lese es mal durch. Nun geht es daran, das Gitter unterhalb der Eingangstür sowie die Garage zu öffnen. Um dieses zu bewerkstelligen zu können, muss die entsprechende Person vorher im Kraftraum trainiert haben. Dritter Stock, vierte Tür. Also, mit Dave und Bernhard das Trainingsgerät benutzen. Dave öffnet mit den silbernen Schlüssel die Tür im Vorratsraum, das ist da hinten, und begibt sich zum Swimmingpool. Hier befüllt man das Glas mit Wasser. Nun öffnet man mit Bernhard das Gitter vor der Eingangstür. Büsche vorher empfehlen. Hinter dem Gitter betätigt man den Haupthahn und kann dann am Boden des nun leeren Swimmingpools neue Batterien für die Taschenlampe nehmen. Die alten sind sehr schnell leer. Indem man das Radio öffnet sowie leuchtenden Schlüssel, wichtig, schnell mit Dave den Pool verlassen und mit einer anderen Person den Haupthahn wieder betätigen. Sonst droht eine Kernschmelze. Jetzt wird hier wieder ein Schuh draus. Ich glaube, man kann den Kofferraum nicht öffnen, wenn man keinen Schlüssel hat. Ja, das ist es nämlich. Das ist es. Jetzt muss ich hier oben raus, schnell.
Und stell. Dave. Jetzt schließe. Hoffentlich war das richtig. Ja. Gut. Ja, ich hatte eben das Problem mit dem Öffnen und Schließen des Ventils unten. Und ja, ich glaube, es hat sich jetzt gelegt. So, dann wollen wir mal gucken. Ja, jetzt haben wir ihn hier unten. Jetzt hat natürlich Sid hat natürlich die Scheiße, obwohl er den Schlüssel haben sollte. Mal gucken hier. Das komische Tentakel läuft jetzt irgendwo rum. Okay. So, jetzt gehe ich erstmal mit Bernhard. Soll ich ins Wohnzimmer gehen? Man öffnet das Radio und nimmt Radioröhre. Okay, mit dieser Radioröhre kann man in dem Spiel die Weltraumpolizei rufen. Und das, wenn wir jetzt gleich mal gucken, das Funkgerät war, glaube ich, oben im letzten Stock. Also teilweise muss ich natürlich nachlesen und teilweise weiß ich es aber auch noch. Oh, ganz gut. Bestimmt schon 12 Jahre her, als ich das auf dem C64 gespielt habe. Und jetzt benutze Röhre mit Zack. Jetzt nimm die Dim. Und jetzt schaue wegen zahlloser grauer Taten. Wenn Sie ihn sehen, rufen Sie 0525 an. Nachgucken. 0525. Ah, jetzt habe ich die Weltraumpolizei gerufen. Zack. Hier ist die Meteorpolizei. Sie haben den lila Meteor gesehen? Ich bin in 5 Minuten da. Und schließen Sie die Labortür auf. Und noch eins. Bleiben Sie unter Lichtgeschwindigkeit. So, jetzt muss ich mit ihm hier. Ach, Scheiße, hoffentlich schaffe ich das. Hm.
Nein! Gold. Jetzt weiß ich nicht, ob ich nicht jetzt schon einen Fehler gemacht habe. Das zweite Mal, ich weiß nicht, ob das geht. Also ich spiele das hier definitiv noch zu Ende. Hä, aber er lässt keine Marke fallen.
Jetzt soll ich Bernhard im Keller beim Reaktor positionieren, aha. Hier hinten ganz lang. Das muss ich glaube ich auch noch machen. Ich muss ja wissen, wie ich Edna anrufe. Ha, so war's. Genau, benutze den. Das muss ich mir mal merken. 5, 2, 3, 5. Direkt jetzt öffne Tür. Oh. Kontrast ein bisschen höher ziehen, dass ich das auch alles sehen kann. Wollt ihr mich trollen oder was? Nein! Alter. Dave meint, die Drähte hier repariert. Das ist ja großartig. Das war ganz schön knapp eben einmal. Der hat mich fein an der lila Tentakel erwischt. Drehbär posiert sich im kleinen Reaktor. Schaltkasten dafür. Dave öffnet die Dose mit dem Farbverändern, streicht den Pinsel auf den Farbfleck. Mit der rechten Wand öffnet die Tür, streicht die Leiter auf, Taschenlampe einschalten. Jetzt muss es alles schnell gehen. Bernhard schaltet den Keller Strom aus. Dave repariert die Drähte. Die Werkzeuge, Bernhard schaltet den Strom wieder ein.
Nun hat das Videospielzimmer wieder Strom. Das Videospielzimmer? Dave geht ins Badezimmer, hinter den Kraftraum und zieht ihm vor an der Seite, schließt die Wasser an. Ah, das haben wir gemacht. Und schaltet das Wasser ein, wieder aus. So erfährt man das Telefonnummer. Mehr kennen. Dave gibt Bernhard die Taschenlampe und das Werkzeug und erhält dafür die Münze, woraufhin dieser das Telefon in der Bibliothekzimmer betreten, den kleinen Schlüssel nehmen. Hä? Dave geht ins Badezimmer, was habe ich gemacht? Okay, jetzt muss ich mit Dave. Jetzt muss ich mit Dave zu Bernhard. Haben wir die Nummer noch? Jetzt muss ich mit dem Vogel hier. Wo stand Bernhard denn jetzt? Bernhard steht im Keller. Habe ich okay, jetzt soll ich mit ihm das Telefon in der Bibliothek. Das ist die Bibliothek. So, das ist sehr gut. Okay. Jetzt quasi in die Höhle des Löwen, oder was? Ob das klappt? Das ist Ed und das ist Edna. So. Benutze Telefon. Welche Nummer war das? 5235. Nein! Ah, öffne Bild, okay.
Ja, und wie ist jetzt die Geheimzahl für diesen scheiß Tresor? Aha. Da haben wir Glück gehabt. Hä, jetzt ist er gerade draußen. Hier will wohl jemand komisch sein, was? Da reingelegt, den kleinen Idioten. Na, so ist das. So. Ja, Wolski. Was haben wir hier? So, jetzt haben wir das ja gemacht. Jetzt sind wir bei dem Konzilium Pfeifer der Sante, bla. Hamster und Schlüsselkarte und die Münzen. Dave begibt sich zum Teleskop und wirft zwei Münzen in den Schlitz. Nach jedem Münzeinwurf drückt er den rechten Knopf. Ein Blick durch das Fernglas offenbart nun den Code für den Safe. Ah ja, okay.
Hoffentlich stimmt das jetzt. Ah! 4186. Okay. Merken. Aha, okay. Was haben wir jetzt gesagt? Wie ist der Code? 4186. Jo, bis morgen. Danke, dass du eingeschaltet hast. Welches soll ich jetzt spielen? $1/4 drin, jawohl! Ärger mit dem Zombie Mart. Hä? Oh oh. Ist dieser Zombie Mart hier?
zur Scheiße jetzt! Was sind das für Nummern? 5858. Oh. Ey, echt. 5858. Nimm. Was ist das andere? 1594. 1594. Die Quarter nehmen wir aber sicherheitshalber wieder raus. So, jetzt haben wir den geheimen Code oder was? Aha, ich kann hier, ich glaube, ich kann hier nicht speichern in dem Spiel. Das nächste wird wohl ganz schön blöd. Jetzt muss ich die Codes eintippen. Wie sind die Codes? 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8, 5, 8,
Okay. Und wenn es auf die Weltraumpolizei warten, die kommt ja gleich. Hoffentlich. Auf die Weltraumpolizei war aber auch schon mal schneller. Oh nein, Sandy wird geschnappt. Nee, Popo Tentakel ist wohl ein bisschen notgeil und will hier Sandy vergewaltigen. Die alte Drecksau. Bring sie her. Ist gleich soweit. Hehehe. Wo bleibt die Weltraumpolizei? Alles klar. Schnappen wir sie. Jetzt hat er die Marke verloren. Oh nein, du hast mich gefunden! Du kommst mit mir, Kraterball! Zack! Na gut. Hä? Selbstzerstörung? Ah, okay. Jetzt muss ich hier bloß den Schrank finden. Jawoll! Geschafft! Oh, was ist passiert? Fred wird nicht mehr von dem Meteor kontrolliert? Ich werde nicht mehr kontrolliert! Jawoll! Aber halt! Die Selbstzerstörung wurde gestartet. Ich versuche sie abzuschalten. Ich hab's geschafft. Entschuldigt, das. Mein verrückter Plan euch so viel Ärger bereitet hat. Wie kann ich euch für eure Hilfe danken? Bargeld wäre nicht schlecht. Hey, nicht so frech, Kleiner. So, herzlichen Glückwunsch. Drücke F8 für ein neues Spiel. Ja, ich würde sagen, wir haben dann mal eben ganz souverän Maniac Mansion durchgespielt. Auf eine Art. Es gibt natürlich Dutzende von solchen Arten. Nicht Dutzende, aber
wenn man sich andere Charaktere wählt, muss man auch einen anderen Lösungsweg wählen. Ich habe jetzt die Möglichkeit, ein neues Spiel zu starten. Ich denke mal, das ist ein super Abschluss für meinen Stream heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Anfangs ein bisschen die Stämme online gespielt. Dann ein War-Sieg-Clan-War gegen KSK gewonnen. Und jetzt haben wir Maniac Mansion Deluxe nochmal eben zum Abschluss gebracht. Ich glaube, es war allen ein guter, erfolgreicher Abend. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Ich werde jetzt offline gehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Schaltet wieder ein. Follow nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal. Tü-tüm.